So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben noch so einige Aufträge hier vor uns. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein bisschen Nebenquests, damit wir Hogwarts zumindest von den Nebenquests lernen können. Dann fangen wir mit der Weltkarte an. Hallo, kannst du mir helfen? Ja, diesmal kann ich dir tatsächlich helfen. Hallo? Hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt, folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja, warum nicht? Einer Hogwarts-Schatzkarte folgen? Ich bin dabei. Wunderbar. Hogwarts fasziniert mich. Mich auch. Du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Wo sollte ich mich zuerst auf die Suche machen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hagrids Klassenzimmer anzufangen. Na gut. Ich gehe auf Schatzsuche, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Hagrids Klassenzimmer. Das ist draußen, das weiß ich, wo das ist. Hinterm Baum soll eine Tür sein. Mit Accio. Ah, okay. 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 Ich weiß wo. Ah, ein Nashornskelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, aber nicht jetzt. Wieder mal auf Abenteuertour? Drei, zwei, eins und. Oh mein Gott. Ich hab's sogar getimed, Leute. 5 von 16. Gut, jetzt machen wir weiter. Ich bin auf der richtigen Spur. So, hier raus. Dann nach links. Da ist der Brunnen. Hier durch Ich die komme Tür. immer näher. Und hier. Ah, hier ist noch ein Die Schlüssel. Treppe sieht vielversprechend aus. Das sieht aus wie das Porträt auf der Karte. Ja, Also, wo ich ist der kann aber Schatz? gerade nicht, sorry. Ich habe den Schlüssel verloren. Ah, da, okay. 3, 2, 1 und. Fuck. Okay. Ah, so schwer ist das gar nicht. Ich krieg so langsam ein Gefühl dafür. So, wir brauchen Akio. Akio! In dem Porträt war eine Tür versteckt. Was ist wohl aus Arthurs Suche geworden? Echtes Historie-Umhang oder so. Coole Sache. Sammlung aktualisiert. So, hier oben Reveille. waren wir noch gar nicht bis jetzt. Gibt es hier noch irgendetwas? Was ist das für ein Zimmer? Kann ich hier rein? Ach, guck mal einer an. Ist das nicht sogar dieses Singzimmer? Nutzen. Coole Sache. So, was ist auf der anderen Seite?
Schloss auf 1. Alle Homora. Oh, das macht echt Spaß gerade. Ich glaube, so viel habe ich noch gar nicht erkundet bis jetzt. Ich habe bislang eigentlich nur Quests gemacht. Ich hätte ein bisschen mehr erkunden sollen. Konfrink! Revelio! So, oh, hier ist wieder so eine Rätseltür, dann gucken wir mal. Also, 2 plus Grabhorn. Grabhorn ist 2, das sind 4. Minus 10 sind 6. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist die Eidechse bei 1. Die Eidechse bei 1. Bei 2 sind 4, 3. 1, 2, 3. Das ist die dreiköpfige Schlange, denke ich mal. Ist das eine Schlange oder ein Drache? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Schlange. Ausrüstungsplätze sind voll. Schon wieder. Ja, das geht so schnell mittlerweile. Ich muss echt mal was verkaufen gehen. So. Hätten wir diesen Raum auch geschafft? Also rein theoretisch, ne? Leute, jetzt mal ernsthaft. Rein theoretisch, wenn hier ein Schloss davor wäre, und ihr wärt in Hogwarts, dann würdet ihr doch hier drüber gehen. Das würde jeder, glaube ich, tun. Also wirklich jeder. Zu 100%. Das hätten die vielleicht einführen können, dass es die Möglichkeit gibt, hier rüber zu springen, aber es trotzdem ein Schloss gibt. Halt so mehrere Übergangsmöglichkeiten. Das hätte das Spiel wesentlich interessanter gemacht, auch wenn es jetzt schon sehr interessant ist. Würde auch gern Lumos. So, vor der Sphinx-Statue. Gibt es hier eine Sphinx-Statue? Auftrag annehmen, machen wir gleich. Wir müssen erstmal die Statue finden. Alohomora. Ich glaube zwar nicht, dass die hinter einer Tür mit einem Schloss ist, könnte aber sein. Die ist aber meistens in der Nähe, weil man ja auch die Schmetterlinge da zurückbringen muss. Deswegen. Aha. Rebellion. Jungs. Einfach Pfeife. Einfach Pfeife. Revelio. So, was gibt's hier drüben? Schloss auf 2. Hier brauchen wir. Hier brauchen wir. Devioso. Aber krass, dass es auch so ein ägyptisches Zimmer gibt. Alohomora. Hätte ich nicht erwartet. Schon wieder, ey. Mann. Die Lilan will ich nicht rauslöschen, weil die bringen dann immer richtig viel Geld. Und man weiß ja nicht, vielleicht müssen wir uns später noch irgendwas kaufen wegen Nebenquests oder so. Und dann hast du es nicht. Besser gut vorbereitet sein. So. Außerdem weiß ich gar nicht, ob man bei Verbesserungen nur die Feder braucht oder ob man da was bezahlen muss. Hab nicht drauf geachtet. Ach krass, das ist so ein... Ah, okay. Ich verstehe. Dann haben wir jetzt 2 Durchgänge fürs Klassenzimmer. Alohomora!
könnten wir rein theoretisch, wenn wir es schaffen, noch die Nebenquest im Klassenzimmer machen. Ich muss mal ein paar Guide-Videos machen, glaube ich. Ich sag das gefühlt jede Folge. Lumos. Aber mach es dann trotzdem nicht. Professor Binz. Und so weiter und so fort. Falls jemand Interesse hat, gerne lesen. So. Achso, ja. Wir wollten ja Schmetterling mitnehmen. Hätte ich schon fast vergessen. So. War es nicht hier? War es weiter unten? Ach da, okay. Einfach dran vorbeigerannt, auch gut. Dim. Was zauberst du denn da? Revelio. Okay, die Nebenquest können wir gleich machen. Ich schaue mich nur noch mal kurz um. Da haben wir Schnellreisepunkt genommen. Was ist hier unten? Hier unten geht's raus. Und was ist hier? Kann ich hier rein? Das führt darunter. Was ist das eigentlich für ein Ding? Okay, wir schauen uns das später an. Wir gehen jetzt erstmal die Nebenquest machen. So. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752 mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie fassen. Während der vielen Koboldschlachten gingen unzählige Zauberumhänge verloren. Ja, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt? Wer bei Geschichte der Zauberei durchfällt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, willkommen. Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zauberer-Räte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit, der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor, der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Den Namen kenne ich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Ranrock. Wohlbekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft.
Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Revelio. Nein, es ist nicht Grimbald Weft. Hier in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesem Helden... Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Ja, es hat Spaß gemacht, ihn zu suchen. Der Nervenkitzel akademischer Unterfangen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ein Gefolge treuer Rebellion leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich Sir recht verstehen. Ein Jahrhunderte altes aufmerksame von Schüler Pangor können Don. Die Stadt. Furchtloser Mäusejäger und die Leute haben ihre Haustiere schon immer geliebt. Das gibt mir Kraft. Er hat seinen Ruhm. Professor Binz, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut. Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Kobolde und Zauberer werden einander nie trauen. Ja, es braucht einen Kessel, um einen Kitzpurfel aufzuziehen, wie man sagt. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Oha. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich krieg keine... Geschichte wird von denen geschrieben, die ihre Hausaufgaben machen, sagt man. Zumindest sage ich das gerne. Ich krieg keine. Wie können wir so viel tun und so wenig erreichen? Ich krieg keine XP mehr, wenn ich irgendwas einsammel. Rebellion. Wenn ich irgendwas einsammel von. Von den Seiten hier, die ich finde. Dieser unscheinbare Fleck soll der Ort sein, an dem der erste erfolgreiche Einsatz von Bombarda stattfand. Das so erfolgreich ist hier relativ, denn wer immer das war. Ach krass, das war so ein Nebengang für den Professor wahrscheinlich. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich sehe nicht ein, warum Erstklässler keine Arbeit. So. Revelio. Die Slytherin gehen meistens durch die Tür rechts von der Eingangshalle. So, hier sind wir schon. Ich werde mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ich laufe die ganze Zeit hin und her. Hier haben wir noch ein Akio-Duell. Sollen wir Akio-Duell spielen, Leute? Ein Akio-Duell. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Können wir mal machen. Oh nein.
Ja, hier waren wir doch eben schon. Hätte ich einfach hier rausgehen können, oder was? Oh Mann. Oh Mann. Gut, aber diesmal ist es sogar jemand anderes. Oh, was würde Samantha. Ich nicht... Hallo Samantha. Bist du hier für ein Akio-Duell? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Ja. Ja, es kann losgehen. Dann beschwören wir mal los. Sie fängt an. Ach krass, guckt euch das mal an, da sind Anziehungspunkte. Seht ihr das? Das ist jetzt neu. Akio. Das war unglaublich. Danke. Akio. Ich kaum besser machen. Doch, doch, das schaffst du. Du musst aber... Okay, ne, so nicht. So nicht. Die hätte die andere Kugel nach vorne verschieben können. Und wenn ich dann die dritte verkackt hätte, hätte sie gewonnen. So wie jetzt. Aber da spielt keine Rolle. Schon etwas mehr anstrengen. Ich hab so ja, oder so das gewonnen. War's dann wohl. Die ersten beiden waren gut. Gut. Nach deinem schlechten Auftritt gegen Natti dachte ich könnte dich schlagen. Ich habe mich wohl überschätzt. Nein, du hast mich unterschätzt. Das war dein Fehler. Na gut, aber ein bisschen Sportsgeist würde dir auch nicht schaden. Ich weiß zufällig, gegen wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Ich hoffe. Ich hoffe... Ein bisschen Herausforderung ist immer gut. Aus Fehlern lernt man. Oh, warum ist es auf einmal so dunkel geworden? Und warum sitzt er hier ganz allein rum? Bin schafft es, dass die interessanteste Schule der Welt richtig öde erscheint. Ja. Öde nicht. Er ist halt ein Geist, ne? Er hat wahrscheinlich schon so viel erlebt. Gut, ja, laufen wir einfach mal zurück. Hier gibt es noch einige Quests, die wir machen können. Oh, das war die falsche Tür, die ich genommen habe. Oder? Ne, war die richtige Tür. Wo bin ich eben lang gerannt, dass ich hier hinkam? Hier, oder? Revelio. Ich weiß, ah doch, doch, war richtig. Ich wollte gerade schon sagen, ich weiß es nicht mehr, aber es war richtig. Ah, Schlüssel. Wohin fliegst du? Liegt mir im Blut. Aha. Na dann los. 3, 2, oh fuck. Zu früh. Ich wollte nicht drücken. 3, 2, 1 und... Ja! Nice. Wie viel haben wir jetzt? 5? 4 oder 5? Ich weiß nicht mehr. Gut. Sprechen wir die mal an. Was übersehe ich? Hallo! Wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo! Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf.
Da steckt mehr dahinter. Meinst du? Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Gut. Wenn ich Zeit habe, sehe ich mich mal um. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Aber wenn ich das erste Mal... Mir, aber das war die Einleitungsquest für die Gemälde. Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Hier nicht. Auf der anderen Seite. Wird mir sogar angezeigt. Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ach, Motte ist das, okay. Ha! Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Gut. Sagen wir es ihr? Lenora! Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelockt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch, obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte... Rivelio. Wie habe ich das übersehen? So, Stufe 33. Nice. Ich guck mal, was gibt's hier noch für Quests? Flugliteratur. Cressida Bloom hat ein Problem mit ihrer hohen Literatur. Ein Porträt in der Patsche. Gut, wir machen erstmal das andere. Ah, die ist hier direkt. Da habe ich ja was. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Schön, dich wiederzusehen. Danke, dass du fragst. Ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe im Gemeinschaftsraum versucht, wortlos zu zaubern. Nun, das habe ich geschafft. Jetzt versuche ich, meine eigenen Zauber zu erschaffen. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht, aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Warum hat Amit Madame Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Gut, machen wir mal. Wahrscheinlich brauchen wir Akio. Wenn ich an diese Bücher will, muss ich sie mit Akio haben. Geschafft. Fehlen nur noch 4. Akio! Wo fliegen sie denn sonst rum? Jetzt sagt nicht, die sind in die verbotene Abteilung oder so.
dann kriegen wir wirklich Ärger. Das ist Cressidas Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurückwollen. Heute war ein guter Tag, zumindest bis Garrett das seltsame Gebräu, das er entdeckt hatte, über meinen perfekten, gedünsteten Florfliegen verteilte. Ich musste meinen Kessel leeren und von vorn beginnen. Er kann wirklich eine Plage sein, tut so, als wüsste er alles über Zaubertränke und unterbricht ständig Professor Sharps Unterricht mit seinen Experimenten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon längst der Schule verwiesen worden wäre, wenn er nicht Professor Weasleys Neffe wäre. Heute Abend gibt es wieder Dorsch. Er schmeckt mir langsam besser, aber ich mag Fleischpastete immer noch lieber. Ey, so schlimm ist das doch gar nicht. Sie sagt wenigstens die Wahrheit. Akio! No, come back. Der Turm ist einer der besten Aussichtsorte im Schloss. Einmal hat jemand ein Vorteil am Fenster vorbei. So, der letzte ist doch bestimmt hier, oder? Oder auch nicht? Wo ist das letzte Stück? Niemand hält Ferdinand Octave. Red zum Narren. Da war ein Schlüssel, oder? Mach ich gleich. Oder auch jetzt, komm. Why not? Ganz schnell. So, jetzt müssten wir 5 oder 6 Stück haben. Die Hälfte geschafft, Leute. Als ob wir tagsüber in die verbotene Abteilung dürfen. Revelio. So, wo ist denn jetzt? Ah, da oben ist es. Ich wusste doch, dass es oben ist. Warum habe ich nicht vorher Revelio benutzt? Lazio! Akio! Revelio! Come back! Akio! Das ist das Letzte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Zur Hilfe! Ich wurde entführt! Entführt? So. Geben wir ihr mal die Hallo, Bücher Cressida. Zurück. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Sammlung aktualisiert. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier eine kurze Pause. In der nächsten Folge werden wir uns mal um dieses entführte Gemälde kümmern. Das Ministerium wird davon erfahren. Diese Schufte sollen in Azkaban versauern. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.